Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von unserem RP-Projekt zusammen mit dem Herrn Seidebacher Julian. Hallo, grüß dich. Jawohl. Und das. Hi. Da. Was sind wir hier wieder? Bürgermeister ist hier, der Zimmermann ist hier. Hallo, Herr Haft. Hallo. Schön, Sie wieder zu sehen. Grüß dich. Ja, also Herr Zimmermann, ab Oktober können Sie entfällen. Ich habe hab das jetzt eingetragen. Gut, ab Oktober, vielen Dank. Ja. So. Gut. Ja, Herr Haft, eigentlich schön, dass Sie gerade hier sind, weil dann würden wir gerade mit Ihnen, wo sind Sie denn auch hier? Die eine Sache besprechen. Ja. Ja, würden Sie kurz mitkommen? Dann geben wir kurz mal hier einen Kreis unter ein paar Augen. So. Herr Haft. Und zwar wäre es so, wir haben ja jetzt mittlerweile aus nicht unbedingt oder ehrlich gesagt aus kuriosen Bedingungen oder kuriosen Sachen ein paar Maschinen bekommen und wir bräuchten jetzt aktuell ein bisschen Platz und deswegen hatte ich mich mit dem Dominik jetzt unterhalten und da haben wir uns gedacht, wir wollten Sie mal fragen, ob Sie eine kleine, aber feine mit ein bisschen Wald eine kleine Parzelle haben, die wir überpachten, die wir pachten können. Ja, halt nur nicht so eine riesige Parzelle, sondern so ein kleines Stück ja, wie mit ein bisschen Wald. Die Parzellen sind eh gleich groß. Ich weiß jetzt nicht, ich habe welche, die vielleicht so ein Drittel mit Wald bedeckt sind. Ich habe auch welche, die fast gänzlich mit Wald bedeckt sind. Ja, es geht mir halt nur darum, halt nicht solche, also ich habe ja auf den Karten gesehen, die in auf der Gemeinde hängen, mit diesen riesen rechteckigen Parzellen. Das wollten wir halt nicht, so eine riesige, sondern halt eher von dieser riesigen ein, zwei Stücke davon, die wir halt pachten können. So ein kleines Stück. Ja, ja. Ja, dann, ich weiß nicht, ob das schon ein Stück in Betracht gezogen. Boah, halt so wie hier das hier halt ein bisschen. Jetzt nicht zu weit weg von der Stadt, aber auch nicht zu nah dran. Und halt so ein bisschen Wald dabei. Und halt nicht nur Wald, sondern auch, wo man mal vielleicht seine Maschinen hinstellen kann. Ja, also so ein bisschen Wiese. Vielleicht kommen Sie gerade mal mit. Kann Ihnen da was zeigen. Warum rennt der Bürgermeister immer so? Ich weiß ja nicht. Tja, der hält sich fett im Gegensatz zu dir. Also. Müssen mal nur gucken. Müssen mal nur gucken, weil es halt noch keine Wegverbindung gibt. Dass mal das Bauunternehmen mal anspricht, dass eine Wegverbindung hingemacht wird oder nicht. Ja, klar. Okay. Was wäre ansonsten noch möglich? Ja, also eigentlich haben wir ja relativ viel noch städtischen Besitz. Wegverbindungen sind halt die meisten Grundstücke schon gekauft, ne? Also das wird halt schwierig, aber das können wir eben vom Bauhof wohl machen. Naja. Ich weiß nicht, wenn wir irgendwie Platz mit Kies oder so haben wollen, müssen sie sich den halt selber besorgen. Ja klar, da würden wir einfach das Bauen daneben mal ansprechen, dass sie uns da eine Halle oder so hinbauen. Na gut, hier das hier. Da wäre natürlich der direkte Nachbar von meinem Zimmermann. Genau, ja. Na, bei dem Mundgeruch muss ich halt noch stark überlegen, ob ich den nehme. Ja. Was ist da drüben in dem Wald?
Ja, wenn sie jetzt geradeaus gucken. Halt oben drüber, halt da oben so, wo der Luft, wo der Heißluftballon ist, da so auf der Spitze. Das ist, meine ich, alles im Besitz des Helden. Okay. Ja. Ja, ansonsten okay. Gibt's halt hier das hier. Aber ihr könnt auch hier was draufbauen. Also da gibt es keine Konsequenzen bei der Pacht. Beim Pachtvertrag. Bei der Pacht muss er natürlich zurückbaubar sein. Ja, ja, klar. Also mit Keller geschlossen wird es halt schwierig. Also wie... Ja, ja, also wie wäre das denn, wenn wir hier so etwas Waldriges, hier so ein Grasgrundstück, wie sieht das denn aus, wenn wir das pachten würden? Kosten. Von den Kosten her. Ja, ich sag mal pro Monat. Weiß nicht, wenn man da jetzt. $425. Mhm. Monatlich. Dann haben sie eine halbe Parzelle. 425 monatlich, ja. Was ist die gesamte Parzelle wert? 85.000. Was würden Sie für einen Kredit vergeben? Mit wie viel Zinsen? Oh, jetzt fang nicht an mit dem Kredit bei dem. Ich gehe. Das kannst du ehrlich glauben. Ja, lass mich doch mal durchrechnen, Herr Kollege. Ja, lass ihn mal durchrechnen. Ja, das mag der so gerne. Ja, das sag ich auch. Noch Gebäude draufstehen wollen, noch ein paar Fahrzeuge. Oh Gott, ey. Oh Gott. Dann, Dominik, vergiss nicht, wir können das auch, 2,5 Millionen. Eine Ratenzahlung, wir müssen nicht alles direkt zukaufen. Haben Sie ein bisschen an Ihren Hut oben geschnuppert, 2,5 Millionen für ein Grundstück, das 85k wert ist? Ich glaube, Sie spinnen ein bisschen, Wir reden wir jetzt nur von einem Grundstückskauf? Dann würde ich da einfach 10% Zinsen, also wenn wir jetzt nur von einem Grundstückskauf reden, 10% Zinsen, dann 93.500 Euro zurückzahlen. Mach mal 90k, wenn es Kredit wird. Ich brauch so einen Angruppen, Dominik, das ist dein Fisch. Jetzt lass mich einmal durchrechnen, ich habe noch nicht einmal einen Vertrag unterschrieben. Weiß doch Gott. So, 90k haben Sie gesagt, machen wir Kredit mit Zinsen. Und wie viel würden Sie da Pacht verlangen im Monat? 400? 450 hat er gesagt. Halt. Was hatte ich am Pacht? 450 oder nicht? 425. 90 haben Sie gesagt, ne? Ja. Zwischen 5,5 und 5,6% Zinsen. Ja, das ist aber weit weg von dem, was ich mit 10% angebraucht hatte. Also ich habe gerade meine Rechnung gemacht, na, das soll sich nicht auszukaufen, wir bleiben bei den 425. Ja. Also was habt ihr jetzt nochmal genau herausgefunden? 425 Euro. Aha. Die Pacht aber nur. Ja. Okay. Ja, wenn du das so durchgerechnet hast, dann und wir das so mit hinkommen, dann außer würde du willst, ich auch, ja. Außer du willst das Grundstück für 90k mit Kredit kaufen. Nein. Und wenn du das durchrechnest, für den Preis kann ich das 211 Jahre 211 warte kurz, ich muss mal überbrechen. Außer du willst das Grundstück 18 Jahre behalten.
dann nein. Ist Kaffee. Erstmal würde ich das pachten. Ja, dann bleiben wir so. Ja. Weil wir bauen können wir ja trotzdem. Ja, genau. Dann würden sie den Vertrag dann fertig machen. Nur mit Bau, ne? Ja klar, dann kommen wir nochmal zu ihnen. Wenn die Baugenehmigung nicht wieder 3 Jahre braucht, weil dann kaufe ich das Grundstück wirklich. Nee, aber ansonsten ja. Passt. Gut. Also würden sie den Vertrag fertig machen, oder wie? Ja, mach ich den Vertrag fertig. Ja. Dominik, dann passt doch, oder? Ja, bleib mal so. Ja klar, dann schicken sie eine Rechnung, da ist gut. Genau. Ja, passt. Gut, dann ist doch gut, dass wir uns so geeinigt haben. Ja, es passt perfekt. Ja. Gut, freut mich. Gut, dann perfekt, dann gehen wir wieder zurück, ja. Ja. Genau. Ja. Also, Herr Haft, jetzt hätte ich mal eine kurze Frage. Ja? Gehen Sie irgendwo ins Fitnessstudio? Warum sind Sie so fit? Ich gehe jeden Morgen joggen. Alter, ich kann ja nicht so viel laufen, sage ich dir ganz ehrlich, Dominik. So, ja, ist gut, ey. Als ob du so fit wärst. Ja. Ich schlau's auch, oder lass das auch. Ich gehe 4-mal die Woche ins Gym. Im Traum gehst du 4-mal die Woche ins Gym. Tschüss. Ja, bis dann, Herr Haft. Rum sie uns an, wenn sie fertig sind mit dem Vertrag. Ja, alles klar. So, gehen wir zu meinem Zimmer mal. Wo ist denn der? Ah, da hinten. Wir haben gerade eigentlich nur geredet, auch wegen des Baumes. Weil wir brauchen natürlich auch jemanden, der das professionell fällen kann. Ach na gut, da bist du mehr Obergang, das ist ja eigentlich ganz gut, der kennt sich ja damit aus. Ja, und außerdem auch so ein Gefährt, damit ich da hochkomme, das hab ich jetzt nicht. Nee. Vielleicht, dass man guckt, dass man von der Feuerwehr irgendwie eine Träne da aussehen kann. Von der Feuerwehr eine Träne da aussehen. Stimmt, würde ich auch gehen, hast du recht. Eine kreative Idee, ja. Da müssten wir halt hier nur alles absichern, dass nichts passiert. Mhm. Vielleicht wäre es klein zu hochgehen. Nö. Naja, Bürgermeister mal fragen, ob er vielleicht irgendwie eine Drehleiter organisiert bekommt. Der ist natürlich gerade weggefahren, ja. Ja, machen wir mal das. Ja. Aber Herr, wie war denn das Gespräch mit dem Bürgermeister? Erzählen Sie mal. Boah, war ganz interessant. Er wollte schon wieder irgendeinen Kredit andrehen. Dominik hat mal wieder seinen Taschenrechner ausgepackt. Naja, ich muss meine Halle neu weiter einrichten, meine neue. Jo, bis dann. Viel Spaß noch. Tschüss. Und Herr Zimmermann, Sie müssen ja mal eins wissen, wenn Dominik den Taschenrechner auspackt, da wird's ganz böse. Da ich so bis ist, dann mach immer 5 Meter Abstand, weil dann kocht er so heiß, dass du dich gar nicht mehr neben den stellen kannst. Aber nee, auf jeden Fall, der ist sehr fit, der Bürgermeister. Ich komme hinterher. Ja. Wie gesagt, jeden Morgen 5 Stunden Jogging, also Standard. Der ist unerfordert, glaube ich, ja. Der hat zu viel Freiheit als Bürgermeister. Ich glaube es auch. Ja. Nur nö. Ansonsten würden wir uns wieder ranmachen an der Arbeit. Jo. Klar. Ja. Also ich habe die 3. Fuhre fertig, ich bin jetzt gerade so bald rum und dann passt das. Ja. Dann können Sie ja bald mal ein paar Tiere ranschaffen, ne? Ja, ich habe auch schon hier gerade auch mit dem Herrn Huber geredet, weil der natürlich auch die Lieferung dafür machen muss. Mhm. Die werden dann, sobald der Baum gefällt ist, auch dann geliefert, weil wir wollen die natürlich nicht hier auf der Weide haben, während gerade hier so ein Baum gefällt wird. Da. Ja klar, alles draufgeschmissen, zack. Ja was mit dem? Der soll dann stehen bleiben, oder was? Ja, kann stehen bleiben, weil der ist nicht so nah hier an dem Gebäude, den würde ich erstmal noch stehen lassen. Wenn der noch weiter wächst, kann man den hier irgendwann auch... Ja, na gut, der ist auch schwer dick hier, das Teil. Ja, der ist... Also ich habe den messen lassen, der ist 36 Meter hoch. Boah, das ist schon ein stabiler nicht klein, Baum. Also. Ja, der ja. Der ist ja sogar breiter als Sie hier, das ist ja meine. Ja, da musst du eigentlich immer einen Kollegen mal neben stellen, der ist breiter als der Baum. Ja, 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 ja. Ah, Dominik. Stell dich mal neben den Baum. Oder vor dem Baum. Hinter vor dem Baum. Stell dich mal vor dem Baum. Stell dich mal hier so hin. Alter, Dominik, Junge. Jetzt kann man wirklich sagen, du bist breiter wie ein Baum.
Meine Herren, die paar Chili con Carne heute Abend hätte es aber auch nicht sein müssen. Ja. Hallo? Alter. Ja, kannst wieder vom Baum weggehen. Ich ja, hab genug gesehen. Mal so, denn wer jetzt heiraten, Spaß beiseite. Ja, bindst du dich jetzt auch da an und kämpfst für die Umwelt aus? Na. Ja. Ach, lass mal. Ich fahr wieder meinen guten Dieseltraktor, Leute. Boah, wo kann man denn hier reingehen? Ja, das ist die Hightech-Abteilung. Aber was ist denn hier? Ja, sehen Sie ja hier Luftdruck und alles. Und die Temperatur messen wegen den Wärmelichtern und alles. Das ist ja okay, modern ausgestattet hier. Ist ja richtig modern, die Bude. Ja, das ist das Modernste an meinem Hof, wie Sie ja schon wissen hier. Ja, ja, ich merke schon. Meine lieben Freunde. Herr Kollege. Was denn? Ja, tschüss sagen. Ja, tschüss. Na, so meine lieben Freunde, wie gesagt, wundert. Los geht ein Abo, ein Like da. Schaut bei meinem Kollegen vorbei. Schaut zur nächsten Folge wieder vorbei. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.